Hey, kann mir vielleicht jemand den Schlagbaum öffnen? Was gibt's Neues? Leines herrliches Privilegium. Verliehen den Junker Wenzel von Fonda. So, Wenzel heißt der Junker. Ist der alte Herr tot? Am Schlagfluss gestorben. Ein würdiger alter Herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte. Handel und Wandel Vorteil, wo er nur konnte. Und einst einen Steindamm bauen ließ. Draußen. Bewegliches Dorf. Und mir eine Stute ist das Bein gebrochen. Nun, was bin ich schuldig? Zehn Groschen. Rotte, Schrotte. Ja, Alter. Der Baum und Weilerchen gewesen wäre. Gewesen. Für mich und euch. Halt dort! Der Roskamp! Was gibt's Neues? Der Passschein, bitte. Schein? Weil ich weiß. Habe ich keinen Passstein. Was für ein Ding handelt es denn? Vielleicht habe ich ja zufälligerweise einen dabei. Tja, die derzeitige Gesetzeslage sieht so aus, dass kein Roskamm die Grenze unseres Landes ohne gültigen landesherrlichen Erlaubnisschein überqueren darf. Aber ich bin bereits 17 Mal in meinem Leben ohne einen Passschein über die Grenze gezogen und ich kenne die landesherrlichen Verfügungen in meinem Gewerbe genau. Es muss sich also mein Irrtum handeln und ich bitte deshalb, die Tagesreise fortsetzen zu dürfen, da sie noch lang ist. Tja, Herr Roskamp, die Gesetzeslage hat sich leider geändert. Ein 18. Mal werden Sie wohl nicht so leicht durchschlüpfen können. Knecht, absteigen. Ich möchte gerne mit dem Herrn Tonka persönlich sprechen. Tja, bitteschön. Warm Blässer. Und der Kastanienbauer, Jungs. Schau dich den mal an. Kommt mal her. Ein paar Rappen. Die könnte ich auch noch gebrauchen. Für meine Pferdezucht. Und für meinen Acker. Tja, die Hirsche stehen da. Schaut sie euch an. Es gibt wahrscheinlich keine Schöneren im Lande. Die Pferde sind nur so gut, wie die Hirsche, die reiten sollen. Gibt es ja 35 Goldgrillen. Das ist neu auch. 35 Goldgrillen? Da müsste ich aber auch so einer Tafel runter sitzen. Wenn ich diese breiten Zahlen bist du. Herr, ich habe die Tiere vor 6 Monaten für 25 Gulden erstanden. Gebt mir 30 und ihr sollt die haben. Für den Schweißhengst würde ich meinen Tanz noch zu viel ausgeben. Aber die Ratten, nie und nimmer bin ich gewillt, sind Geld auszugeben. Dann tut es mir leid. Ihr habt euch zwar für einen Handel empfohlen. Aber vielleicht habe ich beim nächsten Mal was dabei für euch. Gehabt euch wohl. Ihr meint, Kohlhaas. Aber er hat doch keinen Passschein. Hat es denn überhaupt seine Richtigkeit mit diesem Passschein?
Der Herr Huth will nicht mein Geschäft zerstören. Stimmt. Ja, Kohlhaas, den Passier musst du lösen. Aber sprich deswegen am besten mit dem Schlossvogt und lass mich damit in Ruhe. Aber es ist doch gar nicht meine Absicht, die umgehen. Ich verspreche, wenn ich in Dresden bin, sofort zur Geheimschreiberei zu gehen und den Pass zu lösen. Aber lass mich doch diesmal ziehen. Ich habe von der Forderung gar nichts gewusst. Tja, das Wetter zieht sich immer weh und... Götter, lass den Schucker laufen. Ralf, warum bin ich denn früher drauf gekommen? Er könnte doch einen Pfand da lassen. Das ist es. Das ist es. Ralf, Kohlhaas! Als Herr dieser Lande bin ich dazu imstande, von Ihnen einen Pfand zu verlangen für die Durchreise. Natürlich. Und wie viel würde ich denn handeln? Zum Beispiel Ihre Rappen? Meine Rappen? Ihre Rappen. Ah, die wollte ich doch verkaufen. Tja, entweder die Rappen. Oder ich muss sie wieder zurück über den Schlagbaum schmeißen, damit ich dort nicht in der Lage bin. Licht! Und noch klein! Aber die Pferde auf, hier hast du ein bisschen Geld. Warte auf meine Wiederkehr. Dieser Kohlhaas. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Altes klingonisches Sprichwort. Mit der wundervollen Fläche. Qué bonitos ojos tienes. Esos ojos. Ja, was? Ein Flaggschiff ist noch. Schade. Halt los! Der Oskar! Qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Pero si tú no los dejas, pero... ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! Mirar, pero si tú no los dejas... Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.